Ich bin Peter Weiland. Man kennt mich als Initiator der Nähmaschine und aus anderen Projekten hier in der Innenstadt, in der Münster. Wir haben ein einzigartiges Format hier entwickelt. 13 Lesungen innerhalb von 15 Tagen. Traditionell findet die Eröffnungsveranstaltung immer im Tuch und Technik statt. Und heute sind wir hier bei der Lesung der Autorin Caroline Wahl, deren Buch 22 Bahnen zum beliebtesten Buch der deutschen Buchhändler gewählt wurde. Die Lesung kommt sehr gut an. Wir sind mehr als ausverkauft. Über 200 Karten haben wir verkauft. Wunderbar, diese junge Frau hier zu haben. Wir haben heute zwei Moderatoren aus dem Jugendparlament aus Neumünster. Wir haben eine junge Autorin und wir haben traditionell die Abschlussveranstaltung am dritten Samstag quasi in der Schatzkiste, bei denen auch Kinder eine Lesung machen werden. Dazwischen liegen ganz viele Lesungen an besonderen Orten innerhalb der Innenstadt, aber auch mit einer Anknüpfung ein bisschen außerhalb. So lesen wir auch in der Backofenfabrik in der Seelandstraße. Erich Kästner wird dort gelesen, es gibt eine musikalische Darstellung dabei. Wir lesen auch in der Holzenschule, auch als ein Kulturtransfer. Aber unsere Kernkompetenz ist eigentlich, dass wir die inhabergeführten Unternehmen in dieser Stadt unterstützen und besuchen. Ich bin Caro Wahl, ich bin Autorin, komme aus Rostock und bin heute hier in Neumünster, weil ich beim Literaturschal lese. Und in meinem Roman 22 Bahnen geht es um Tilda, sie ist 25 Jahre Mathematikstudentin, arbeitet im Supermarkt, schwimmt jeden Abend 22 Bahnen und kümmert sich vor allem liebevoll um ihre Schwester. Und ja, dann bekommt sie eine Promotionsstelle angeboten in Berlin und da steht eben die Frage im Raum, ob sie die kleine Schwester allein lassen kann in der Kleinstadt. Und so geht es dann quasi los und weiter.